Hallo, ganz herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Heute backen wir leckere Zitronen-Rhabarbertaler. Ich habe Lust, fürs Wochenende noch ein paar süße Stückchen zu backen, brauche aber keinen ganzen Kuchen und deswegen fand ich diese Variante genau richtig. Vielleicht braucht ihr auch noch was Süßes und wollt was zaubern, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Das Wochenende steht vor der Tür und wir brauchen dafür noch ein paar süße Stückchen, ein paar süße Teilchen. Deswegen gibt es heute dieses Rezept. Wir brauchen dafür folgende Zutaten. Ich schreibe sie euch wieder alle unten in die Infobox, dann könnt ihr sie euch ganz in Ruhe zusammenrichten. Zum einen etwas Zucker, dann eine Zitrone, am besten eine unbehandelte Bio-Zitrone, Butter, ein Ei, Salz, Mehl, Backpulver und natürlich Rhabarber. Es ergeben ungefähr, je nachdem wie groß ihr eben eure Taler macht, 20 bis 25 Stück. Ihr könnt sie ein bisschen kleiner machen, eher wie Cookies oder größer wie so kleine Taler. Das ist ganz euch überlassen. Und wir legen jetzt los. Als erstes könnt ihr euch den Backofen schon mal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Das habe ich schon gemacht. Und ihr könnt euch zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Dann als nächstes brauchen wir die Bio-Zitrone, die sollte unbehandelt sein, da solltet ihr wirklich drauf achten. Die habe ich gut abgewaschen und von dieser Bio-Zitrone werde ich mir jetzt mit meinem Sparschäler 4 dünne Streifen abschälen. So, hier. Die kommen in den Mixtopf zusammen mit 180 Gramm Zucker. So, Deckel aufsetzen und das Ganze pulverisieren wir uns jetzt 10 Sekunden auf der Stufe 10. So, als nächstes kontrolliere ich, ob das Messer die Zitronenschalen greifen konnte und zerkleinern konnte. Ihr seht, es ist alles wunderbar zerkleinert. Jetzt schiebe ich mir alles vom Rand einmal mit meinem Spatel runter. Und gebe 170 Gramm weiche Butter in Stücken dazu. Holt euch die Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank, dass sie wirklich weich ist. Das habe ich schon getan. Und ich habe sie auch schon abgewogen und in kleine Stücke geschnitten. Dann kommt ein Ei dazu. Ein Viertel Teelöffel Salz. 280 Gramm Mehl. Ich nehme Weizenmehl Type 405. Dann ein Viertel Teelöffel Backpulver. Vermische ich gleich mit dem Mehl und 140 Gramm Rhabarber, den habe ich geschält und in Stücke geschnitten. Meine Stücke sind jetzt ungefähr einen Zentimeter breit. So, das waren alle Zutaten. Die vermischen wir jetzt ganz kurz auf der Teigstufe eine Minute lang. Ja, der Teig ist fertig. Ich zeige ihn euch gerade mal. Schaut, so sieht er aus. Jetzt mache ich mir kurz Platz, schiebe meinen Thermi zur Seite und hole mir eins von meinen beiden vorbereiteten Backblechen und setze jetzt mit einem Eisportionierer einfach walnussgroße Teigstücke auf mein Backblech. Ihr könnt natürlich auch anstelle des Eisportionierers 2 Teelöffel verwenden. So, meine Lieben, hier haben wir jetzt unsere
Rhabarber-Zitronentaler. Ich habe sie mit etwas Abstand aufs Blech gesetzt und die kommen jetzt in den Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für circa 12 bis 15 Minuten. Ich werde sie auf die zweite Schiene von unten schieben. Achtet einfach darauf, dass sie nicht zu dunkel werden. Und in der Zwischenzeit, in der mein erstes Blech im Backofen ist, werde ich meinen restlichen Teig auf das zweite Backblech verteilen. Bis gleich! Ja, und hier sind die fertigen Rhabarber-Zitronentaler. Ich habe sie gleich nach dem Abbacken auf ein Gitter gelegt, damit sie gut abkühlen können. Ich habe jetzt 27 Stück rausbekommen. Die letzten sind noch im Backofen. Und bei mir waren sie ungefähr 12 Minuten drin, aber habt da ein Auge drauf. Ihr kennt euren Backofen am besten. Und jetzt werde ich sie abkühlen lassen und dann in eine Keksdose geben und dort aufbewahren. Und heute Nachmittag werden wir uns einen leckeren Kaffee machen und sie dazu verputzen. Ich freue mich schon riesig drauf. Ihr könnt sie jetzt natürlich auch noch ein bisschen verzieren, falls sie euch so einfach zu langweilig sind, gebt ein bisschen Puderzucker drauf oder macht einen Zuckerguss. Weiße Schokolade, schwarze Schokolade, was euch schmeckt und was euch gefällt, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf weitere leckere Rezepte, dann schaut hier gerne nochmal vorbei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!